So, hallo und herzlich willkommen gleich beim nächsten Kampf. Aber wir Eisen sind zu stark. Ich komme gerade nicht hinterher. Ah, der Turm ist bei uns, okay. Ja, es war ein anstrengender Tag, deshalb kommt die Folge erst zu spät. Tut mir leid. Aber ich habe ja auch noch Minecraft ein bisschen einstellen müssen. Zum Glück hat der Gameplay das alles auch ein bisschen gemacht. Und ja, da konnte ich nebenbei natürlich noch ein bisschen mich vorbereiten auf das Video. Es ging nämlich sehr lange, bis wir einen Kampf hatten. Es waren zu viele Hirten unterwegs, die mich abgefangen haben und so weiter. Vor dem Tor hockte einfach mal so ein Warmaster, Hexenmeister, und ich habe ihn gar nicht gesehen. Also ich habe zu spät gesehen, dass er einer von den Syrten ist. Ja, und ja, so Sachen kommen halt immer wieder vor, weil Regnum einfach die Spieler nicht markiert. Richtig, also man muss echt nur, muss echt draufklicken. Ach, und der Bogen ist einfach doof mit seiner geringen Reichweite. Ich brauche noch 70.000 für einen neuen Bogen, der Reichweite 30 hat. Es ist ein bisschen doof, dass ich nicht treffen kann. Ich traue mich nicht so raus, weil die Ritter mal wieder, ja, zu scheu sind. Ja, gut. Schauen wir ein paar Flügel an. Und schauen wir nochmals unsere Rüstung an, die ist so richtig japanisch, chinesisch. Gut, nicht getroffen. Ach komm, ey. So. Ja, paar gehen wieder AFK. Ja, Champions of Regnum ist ein AFK-Game. Die meisten sind immer AFK. Ja, toll. Ach, müssten die Spargeltarzane auch kommen? Ja, gut. Ah, es ist einfach so mega ausgeglichen. Unausgeglichen. Na gut. Ich weiß nicht, von wem ich das gehört habe, von einem der Gildenmitglieder. Und ich kann einfach nicht mehr davon. Sorry für alle Syrten natürlich, aber das ist sehr spät. Das ist keine Beleidigung, wenn es gespielt ist. Hoffentlich. Aber ja, es sind halt eben eher dünnere Leute. Und weil sie so naturverbunden sind. Ich habe einfach keine Chance, wenn man mich alleinig angreift. Man darf ja gar nicht ein bisschen spähen. Man muss immer schön bei der Gruppe sein. Regnum ist ein richtiges Gruppenspiel. Gruppensex im Altersheim. Ja. Ja, schauen wir, dass wir wieder nach vorne kommen. Sonst muss ich echt wieder leveln und ja. Jetzt geht's auch Südstrand, aber. Ja, sind alle AFK, hey. Schön hier auf dem Stein. Es ist momentan einfach zu wenig los und ja, ich müsste leveln. Aber hab sowas von keinen Bock. Ich könnte ja mal kurz eine Pause machen und einfach leveln oder eben halt euch mit dem Leveln halt bespaßen, wenn ihr könnt. Wenn ihr es wollt, aber ja, es ist halt eben spielerisch gerade momentan echt nicht viel los. Da waren die letzten Tage viel besser als heute. Also gestern war 20 Mal mehr los. Ja, sind alle weg. Ich traue mich irgendwie nicht, vielleicht mal ein bisschen sperren.
Weil jetzt umskillen und leveln habe ich keinen Bock gerade. Vielleicht morgen dann wieder am Nachmittag. Am Morgen habe ich leider keine Zeit. Ja, sie kommen. Also, was machen wir jetzt? Wir schauen den nach. Wir werden uns trauen. Zum Gucken. Zum schönig Gucken. Ja. Also wenn wir so ungefähr 5, 6 Level noch haben, mache ich dann mehr Livestreams. Damit einfach, ja, ich euch zeigen kann halt, wenn etwas los ist. Oder ich mache einfach dann die Videos, wenn wirklich was los ist. Also ich habe jetzt gedacht, ja, komm, wir machen einfach die Ecken mal sauber, weil die sollten uns angreifen werden oder so. Aber es war ein Fehler, die Sylten sind natürlich ständig auf der Suche nach Freunden. Oder ihre Feinde. Ja, die Sirten sind so ein kleines, pussyhaftes. Also die repräsentieren einfach die Wald. Die Speere und so sind überall unterwegs. Haben einfach. Ja, ich bin ja selber Sirte lange gewesen, ich hab's gesehen. Es ist natürlich schon anders als Alsius. Also die Alsen sind jetzt hier zwar auch nicht die besten, weil sie eben mal im AFK sind und einfach viel zu wenige sind. Aber. Diese Hürden sind einfach zahlenmäßig überlegen, aber schlechter. Wow, ich kann mal wieder Gegner treffen wegen der Reichweite. Ich bekomme nicht mal etwas, weil er geschützt wurde. Und es ist unfair gegen Low-Leveler, dass man immer genug Schaden machen muss. Das ist leider nicht so gut gemacht. Aber im Verbesserungswünsche sind eigentlich schon ganz viele genannt worden und die Entwickler löschen einfach die Posts ab manchmal. Wieso bekomme ich denn nichts über? Was ist denn heute los? Nur 38 Schaden. Ja, das ist halt der Ding gewesen. Ein Ritter. Ja, aber ich habe am Morgen eigentlich sehr viel Krips bekommen. Einfach am Morgen, wenn jetzt nicht so viele unterwegs sind, schaffe ich mehr. Aber wenn so viele da sind, die sind alle OP. Einfach mega OP. Dann kann ich natürlich keinen Schaden auch noch dazu machen. Weil die sofort umfallen, die Syrten. Vor allem die Syrten. Die Gegner sind schon ein bisschen besser. Ja, gut. Ich sollte nicht so schlecht gegen andere reden, aber ist natürlich klar, dass man halt auf die Feinde auch ein bisschen rollenspielmäßig eindrescht. Ich bin sonst der netteste Mensch, ey. Aber nö, ich muss natürlich schon ein bisschen beleidigen, wenn es mir auf den Keks geht. Das macht, glaube ich, jeder. Ja, einer hat in den Kommentaren geschrieben, dass er Syrte ist und mich schon mehrmals gekillt hat. Das ist klar, das ist keine Meisterleistung. Ich bin ja gerne, ich möchte gerne dieses Achievement haben. Sterbe 50 Mal. Nee, einfach damit ich euch etwas zeigen kann, mache ich natürlich ein bisschen mehr auf ja, Kamikaze. Weil es geht noch lange bis Level 60. Und da möchte man natürlich schon ein bisschen etwas riskieren, damit man levelt. Und die Gegner bekommen ja kaum EXP und Kriegspunkte von mir mit Level 39. Ach, schon wieder neu. Die Sitten sind zu oft da. Hat irgendwie etwas gesagt? Charakterklasse, Charaktername. Das ist deutsche Meister. Der deutsche Meister im Namen erfinden. Frannasser. Lord 1. Warst du Lord 1? Nee, ich glaube nicht. Der war Jäger, glaube ich. Nein, er war Schütze, glaube ich.
Ja, ich werde dich sicher bald mal kurz sehen, bis du mich erledigst. Sarkasmus. Oh. Eigensarkasmus ist der schönste Sarkasmus. Da ist der deutsche Meister. Ich habe ihn wieder gefunden. Leider wurde Deutschland nur 2014 wieder Meister. Wir hätten 2018 auch Meister werden können. Meister. Ach Mann. Ich muss ein bisschen üben, zu erkennen, welcher Buff ist. Aber ich brauche eventuell einen Kurzbogen, der 25 Reichweite hat. Also, ich weiß nicht, ob es 30er Kurzbogen gibt oder eher. Das ist sowieso ein Ritter. Sehe ich jetzt in diesem Gewusel auch mal. Der werde ich wahrscheinlich nicht abholen können. Aber der da, der da. Ah. Er flieht sofort. Das Spiel ist so interessant. Leider nicht so gut für Videos, wenn man nicht schneidet. Aber ich rede sowieso die ganze Zeit, ich könnte sowieso nicht schneiden. Yes, sieh, Mann, diesen Buff, dieser Buff da, Sultans Terror ist einfach viel zu stark. Viel zu große Reichweite, zu lange, langer Stun. Und halt einfach nur nervig, weil er die ganze Zeit gespammt wird. Ja, ich sollte eigentlich das Spiel nicht so runter machen, aber. Ich bin halt nicht Fan, also ich kann nicht Fan von einem Game sein, das halt einfach so viele Probleme macht. Also ich kenne viele Games, wo ich Fan bin, zum Beispiel Minecraft. Aber ja, das ist halt jetzt auch mit den Updates so, dass 1.15 einfach nichts bietet, außer ein paar Blöcke und Bienen und so. Einfach nur lame ist, oder? Aber es kommt ja das Update mit dem der Savanne, glaube ich. Und noch etwas. Ah ja, Nether-Update, genau. Das Nether-Update ist die 1.16 wahrscheinlich dann. Dass endlich im Nether mal etwas los ist. Geblockt. Wieso können Räte einfach mal alles blocken? Wo ist das Balancing? Oder eben die Jäger können alles ausweichen. Das ist einfach momentan nicht gerade gutes Balancing. Ja, aber eigentlich nie gut bei der Regnung. Also ja, qualitativ einfach. Also ist halt einfach ein Game, das ein bisschen überforderte Entwickler hat. Entwickler, die nicht so viel machen und deshalb so leicht ein bisschen, ja, überfordert sein kann. Aber im Grundsatz liebe ich ja Regnen. Aber eben, ich bin nicht so ein Fan, der alles gut denkt. Ich sage einfach die Kritikpunkte. Sollten eigentlich den anderen Fans nicht stören. Kritikpunkte zu ertragen. Also wenn jemand Kritik sagt, sollten die Fans eigentlich gar nicht denken. Aber viele Fans, vor allem im Fußball, rasten dann immer aus und beleidigen oder sind rassistisch oder sonst irgendwas. Wieso sind eigentlich Deutsche oder Schweizer gegen Deutsche nicht rassistisch? Das sind ja eigentlich auch andere Rassen. Also, ja, okay. Die Hautfarbe ist nicht viel anders. Schweizer sind ein bisschen bräuner. Aber gut. Nee, es sind eigentlich immer nur die Schwarzen oder die Östlichen, die beleidigt werden, rassiert, rassistisch angemacht werden. Rassiert. Oh. Jetzt bin ich langsam rassistisch. Nein. Ich liebe Schwarze. Das sind eigentlich die besten Menschen. Oder Chinesen, Japaner. Also Chinesen ja halt. Die Chinesen, die noch altmodisch sind und so. Die sind wirklich toll. Aber die neumodischen, vor allem diese geizigen, nicht. Aber Japsen sind richtig toll. Die verbeugen sich wenigstens. Heutzutage verbeugt sich niemand mehr hier in der Schweiz. Es ist respektlos.
Dabei ist Verbeugen der größte Respekt, den man eigentlich zeigen kann. Ja, und ich bin gerade ein bisschen überfordert mit dem Kampf hier. Die Eisen machen uns nicht leicht, also ja, sie sind eben sehr ängstlich. Machen es mir nicht leicht, überhaupt einen Gegner zu treffen. Ich kann halt einfach nicht so nah rangehen wie die anderen hier. Also machen uns die Eisen, also unsere Eisen machen uns schwer, da weiterzukommen. Das nicht machen. Ja, sie kommen schon, also die haben viel weniger. Oh, ich habe deutsche Meister getroffen. Guten Tag, da bist du ja schon wieder, weißer Ritter. So soft, softcore. Soft Eyes. Ich werde schwarz, ich werde ein Ninja. Ich werde wie ein. Was macht denn der? Er fliegt. Er reitet mit einem unsichtbaren Gepferd. Gespannt. So süß, der Bug. Ah, der Trastan hab ich auch begleitet heute Morgen. Cool, dass er auch wieder hier ist. Ja, das war cool. Wir waren eigentlich durch das ganze Reichding, aber ich konnte nicht aufnehmen. Es war einfach noch zu früh. Ich habe ja Nachtruhe in meinem Hochhaus. Und ja, sind sie sehr streng dabei, machen die unten dran viel mehr Lärm. Ich glaube, das verlieren wir. Ja, genau, Ladezeit. Hä? Was ist denn das für ein Bug? Ladezeiten aus. Schaffen wir es? Wir sperren einfach aus. Wir sind einfach noch zu unsicher. Einfach aussperren. Ja, sie haben uns verlassen. Die armen Syrten verlassen uns. Sie haben keinen Bock, bei uns noch ein bisschen kaputt zu machen. Also, ja, sie sind auch zäh, diese Palisaden. Sehen aus, als würden sie mit einem Schuss kaputt gehen. Aber ist nicht so. Ja, so ein Pet brauchen wir halt auch. So ein defensives Pet. Schildkröte oder so. Aragorn, Han. Okay. Viele haben irgendwie Filmnamen oder Schauspielernamen oder ja, eben Filmcharakterenamen oder Spielcharakternamen. Ja, ist klar, oder? Wie so Fan von irgendwas. Repräsentieren die Fans. Dass sie Fans sind von Aragorn, dem Streicher. Ja, Aragorn ist wirklich einer der tollsten Helden. Der ist ja über 1000 Jahre alt, glaube ich. Ist ja scheinbar irgendwie so ein Elf, ja. Ein Halbelf, glaube ich. Nee. Hat keine Spitzohren. Ich glaube, er ist irgendwie etwas einfach Hochgeborenes. Und hat deshalb, die Wendy ist auch wieder hier. Schöner Name übrigens. Glaube ich, eine Zeitschrift. Für Mädchen. Über Pferde. Kann das sein? Also eben Aragorn ist sozusagen, ja, halt schon hochgeboren, oder? Er ist eigentlich ein Held, weil er von etwas kommt, das ihn, ja, dann zum Schluss endlich zum König von Aragorn. Nee, also Rohan macht, glaube ich. Ja, es war schon lange her, seitdem ich die Filme gesehen habe und die Bücher gelesen. Kann mir auch sicher jemand aufklären. Und ich schaue es einfach nach und sag's im nächsten Part. Ja, ich bin ein bisschen müde vom Server einrichten, merke ich gerade. Oder einfach wegen der Hitze, die in meinem Zimmer ist. Ich denke eben, ich muss eine neue Grafikkarte kaufen. Weil der Lüfter von der Grafikkarte so extremst heizt.
Es ist nicht der Lüfter vom Netzteil. Es kommt nicht oben raus bei den Lüftungsschächten, sondern auf der Seite. Ja, es hat nur so ein Glas, Plexiglas. Ist einfach mega heiß. Ja, und ich muss den Bildschirm irgendwie wieder unter dem Tisch platzieren, sonst habe ich einfach viel zu heiß. Also, da gehen ein paar. Wenigstens ein, ist das auch ein Jäger, ja. Wir gehen der Wendy nach. Die weiß, was sie macht. Wir sind zwei Jäger auf der Suche nach ein paar Gegner. Okay. Sink ist dort vorne, gehen wir dem Sink nach. Der Lego. Lego knallt und. Ich weiß noch in meiner Kindheit, also, wenn ich sehr jung war, habe ich. Ich helfe dem nicht. Er verliert sonst. Er verliert sowieso. War ich eigentlich mega Lego-Fan. Das war einfach das, was ich zu Hause hatte. Bis ich dann einen Super Nintendo hatte mit 5. Und dann war es sozusagen mit mir geschehen mit Lego, sorry. Für die Lego-Fans. Aber ja, ich habe da Lego-Spiele gehabt. Auf das NES und Nintendo 64. Nein, Nintendo 64. Lego Races. Das war noch eine Zeit. Oder Diddy Kong Racing. Ah, ich liebte Rennspiele. Damals hatte ich alle Rennspiele. Und heutzutage einfach wegen der Steuerung nicht mehr so gerne. Ich brauche endlich auch mal ein Lenkrad. Na gut. Kann ja auch was werden. Aber dafür brauche ich halt auch ein bisschen Erfolg und kommt natürlich nicht so leicht. Wenn man einfach nicht die Hardware hat und so. Oder einfach nicht die Spiele spielen möchte, die gut ankommen. Es ist einfach nichts los. Tut mir leid, also nächste Part wird natürlich wieder spannend. Schaue gut. Geht jetzt wieder runter. Ja, es war ja nicht er, es war ein anderer, aber ich habe mich einfach nicht getraut, weil ich will jetzt nicht der Dritte sein und dann auch sterben. Was machen wir? Ich muss irgendwie so zu Siri K kommen. Ich leide jetzt gerade wieder gleich. Ja, sichtbar. Zu diesem Stein eventuell. Dieses Windrad. Genau, ja, das ist der Wind. Ich versuchte immer auf das Windrad zu kommen, aber die Schrägen haben einfach einen unsichtbaren. Eine unsichtbare Absperrung. Also, der ist dort, okay. Er ist sehr gut, also er ist ein mega Handelspartner sozusagen. Ja, von dem wollte ich ja diesen Köcher Level 60 kaufen, aber das ist viel zu teuer. Wie viel habe ich jetzt wieder? Ja, einen. Okay, ich habe erst heute Abend gelernt. Oh Gott. Ei, wenn man immer mit den Zange geriet. Bin ich heute Morgen auch kurz mal gewesen, eine Zange. Und ja, vorher war ja noch der Tod. Wegen einer Zange. Eine Seitwärtszange. Spackeltarzanzange. Oh, ich kann nicht mehr. Es ist ja hoffentlich nicht so eine Beleidigung für diese. Es ist einfach witzig. Ich will niemanden beleidigen. Das muss einfach sein. Weil das sagen ja die Deutschen und die Schweizer eigentlich nicht. Deshalb ist es auch für mich so neu. Hm.
Na, nahe dran möchte ich natürlich nicht. So, wir gehen zu ihm. Er ist da, okay. Ja, wir sollten aufhören zu reiten und er spähen. Ach komm, ey. Geh weg. Okay, da kommen sie. Ah, die Reiche werden es einfach verfilzen können. Aber ich treffe wenigstens. Aber es ist zu spät. Es ist, ja. Naja, ist nicht schlimm. Aber alle sind ein bisschen greedy. Für mich einfach zu greedy. Und deshalb, ja, man muss es einfach akzeptieren, dass man nicht immer erwischt. Also ich verstecke mich lieber. Ja, das ist sowieso eine fertig jetzt mit diesem Scheiß hier. Jetzt gehe ich extra hier nach Norden, damit sie nicht denken, ich würde auch mit abhauen. Weil das ist meistens eine Todesfalle. Ich habe so schnell alle Taktiken wieder gelernt. Ja, wenn man das Spiel schon gespielt hat und immer gut war und so und dann lange Pause macht, dann hat man am Anfang einfach die Taktik nicht, aber man erinnert sich schnell daran, ja, lieber Taktik einzusetzen, als jetzt greedy zu sein. Ist natürlich nicht so toll. Habe ich da jemanden gehört? Was soll ich machen? Einfach weiter abhauen? Genau zu diesem, ja, umfallenden Stein hier. Ah, jetzt dachte ich schon, es wäre ein Spieler. Ich hab Paranoia. Ja, was soll man machen? Kommt ja gar nicht hoch. Das ist ja nicht irgendwie, keine Ahnung, Skyrim, wo man überall mit dem Pferd hochkommt. Das ist ein rutschiges Spiel. Ja, jetzt habe ich halt immer noch nicht gelobt. Ein Regnum ist einfach das beste Spiel, so für Airfare und alles. Kann man so viel loben, aber es ist natürlich langweiliger zu loben, als zu kritisieren. Es gibt einfach bei Kritisieren halt wichtigere Dinge. Und es kommt halt nicht immer gut an. Sorry dafür, für die Fans. Aber ich bin halt eben nicht gerade so ein. Ja, ich akzeptiere jedes Spielfeature. Mensch. Also viele Spiele haben für mich einfach manchmal ein paar schlechte Spielentscheide. Hä? Ich dachte, dir das Event wäre vorbei. Ich habe keine Ahnung. Aber die Zombies sollten eigentlich auch nicht mehr da sein. Halloween. Alle gehen weg. Oh. Ich habe nichts zu tun. Das merkt man. Sind alle von der GDA AFK jetzt oder Ding offline. Ja gut. Ich werde sicher ein paar Kameraden bald dazu holen, die ein bisschen mehr mit mir machen, damit es für euch auch spannender wieder wird. Aber viele haben einfach kaum Zeit für Regnum, weil Regnum sehr ein langes Spiel ist, also man muss viel zocken pro Tag, damit man Erfolg hat. Ist natürlich nicht immer so toll. Aber unterstützen kann ich jeden. Also ich werde jetzt mal schauen, morgen früh mal leveln. Und dann mal sehen, ob ich einen Livestream mal mache. Weiß ich nicht.
Okay, der Turm hat gerade Pause. Ich werde nicht mehr angegriffen von den Türmen. So. Ja, dann denke ich, mache ich den Part zu Ende. Und ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn nicht so viel los war. Ist ja immer ein Spiel, das jetzt nicht immer so viele coole Sachen zeigen kann. Meistens ist es halt auch Glück. Und ja, es ist auch immer besser gewesen, dass wir nicht überlegen waren. Bei einem Clan sind wir meistens dann ein bisschen überlegen. Aber jetzt mit Fremden, ja, war es nicht so erfolgsversprechend. Ja, Augsburg könnten wir noch machen. Ja, 30 Minuten, okay. Sonst mache ich nochmal ein Video. Bis, ja, das nächste Mal. Tschüss.